sobald er die Ware geliefert hat an seinen Kunden, sobald er die Rechnung geschrieben hat, ab diesem Zeitpunkt können wir finanzieren, können wir da sein, können wir Liquidität zur Verfügung stellen. Was kostet das den Kunden? Also was muss er abtreten? Diese Frage bekomme ich natürlich immer sehr schnell gestellt bei Frauen, man muss es wissen. In der Regel antworte ich etwas sibyllinisch und sage, ähnlich wie Skonto, würdest du deinem Kunden Skonto gewähren, weil er sofort bar die Liquidität auf den Tisch legt, die Rechnung sofort bezahlt, würdest du ihm vielleicht 3% Skonto geben. Und das genügt Ihnen? Ähnlich liegen unsere Preise. Ein bisschen höher, ein bisschen niedriger. Das hängt davon ab, wie viel Dienstleistung wir übernehmen. Wir haben bisher nur über die Liquidität gesprochen. Sie haben in der Einleitung davon gesprochen, vom Debitorenmanagement, vom Inkasso. Wir liefern also mehrere Bausteine der Dienstleistung. Also ein solventer Kunde, der beliefert wurde, der würde auch dann einen geringeren Prozentsatz an Provision oder Skonto auslösen. Es würde auch, genau. Die Risikowahrscheinlichkeit geht natürlich mit hinein. Wer sind die Kunden? Wie schnell kann die Abwicklung funktionieren? Wie viele Rechnungen bekommen wir? Bekommen wir tausende von Rechnungen? Bekommen wir nur wenige von Rechnungen? Das hat auch etwas mit Kapazität zu tun. Übernehmen wir das komplette Debitorenmanagement? Aber es ist eine Menge von Risiko darin enthalten. Richtig. Denn das Risiko, dass der Kunde dann doch nicht zahlt oder sehr, sehr spät oder nach vielen Aufforderungen, das übernehmen Sie. Das ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Dienstleistung, dass wir unserem Unternehmer sagen, wir übernehmen auch dieses Risiko. Du musst nicht mehr drohende Ausfälle berücksichtigen, du musst keine Wertberichtigungen mehr in deiner Bilanz unterbringen, sondern wir übernehmen dieses Risiko, wenn ein Kunde insolvent würde und nicht bezahlen kann. Wie oft kommt das vor? Statistiken sprechen von 30.000 bis 40.000 Fällen im Jahr an Insolvenzen. Jeder Unternehmer wünscht sich natürlich, dass es keiner seiner Kunden ist. Aber ich bin seit 15 Jahren in diesem Geschäft und es hat kein Jahr gegeben, wo es keine Insolvenzen gegeben hätte, auch in meinem Kundenkreis, den ich zu verantworten hatte. Und das ist Teil Ihres Geschäftsmodells? Das ist Teil des Geschäftsmodells, ja. Ein Teil dieses Risikos versichere ich. Es gibt dafür Spezialversicherer. Man kann gewisse Risikolagen abdecken. Natürlich muss ich einen Eigenbehalt dafür tragen, damit auch dem Versicherer dokumentiere, ich stehe hinter diesen Forderungen, die ich ankaufe, ich stehe zu diesem Geschäft. Teil kann ich der Forderungen nicht versichern. Dort muss ich eigene Risikofonds sozusagen gründen in meinem eigenen Unternehmen. Deswegen auch, wieder zurückzukommen, Grundkapital, eine Gesellschaft wie diese muss auch genug Kapital haben. Darf man das sagen öffentlich oder ist das ein Betriebsgeheimnis? Das ist kein Betriebsgeheimnis, weil man kann sich man kann das einsehen. Wir haben gestartet mit 150.000 Euro Grundkapital, sind mittlerweile bei etwa 500.000 Kapital, die wir zur Verfügung stellen können. Wir haben vor 1,5 Jahren gegründet, diese Gesellschaft, weil der Ansatz war, hier im Südwesten in der Metropolregion eine Factoring-Gesellschaft zu situieren, anzubieten. Wir sind zwar bundesweit tätig, das lässt sich nicht vermeiden, muss ich fast sagen, aber sind dann schon sehr stark auf den Südwesten hier konzentriert. Wir haben unseren Fokus auch dahin gerichtet, dass wir sagen, wir begleiten auch zum Beispiel Existenzgründer. Interessante Unternehmen, neue Medien, Dienstleistungsunternehmen. Da geht schon fast ein bisschen in Richtung Risikokapital, was Sie dann auf diese Weise ermöglichen. Richtig, indem Sie die Liquidität sofort herstellen und die Rechnungen, die sofort ein junges bezahlen. Unternehmen muss sich platzieren im Markt, muss dazu Zugeständnisse geben über Zahlungsziele seinen potenziellen Kunden und Auftraggebern gegenüber. Wie soll er das zustande bringen? Natürlich hat er eine Hausbank, die die Existenzgründung finanziert. Es gibt öffentliche Unterstützung, nur da kann die Infrastruktur finanziert werden. Ein Kontokorrent für die laufende Finanzierung der Außenstände, das ist schon nicht so leicht zu bekommen. Und deswegen machen wir sehr gerne Kooperationsfinanzierung mit Banken zusammen. Wir übernehmen dann die Forderungen. Eine Frage hätte ich noch. Wie reagieren die Kunden ihrer Kunden, also diejenigen, die Rechnungen bekommen, wenn es dann heißt, die Zahlung erfolgt nicht an uns, sondern an sie? Die Kunden meiner Kunden reagieren meistens viel gelassener als meine Kunden teilweise. Die Kunden sehen das, kennen das
meinetwegen von ihren ärztlichen Rechnungen, die sie bekommen. Alle Privatversicherten bekommen von privatärztlichen Verrechnungsstellen Rechnungen. Das ist nichts anderes als Factoring. Ja, das auch wenn wir dieses Beispiel nehmen mit den privatärztlichen Verrechnungsstellen, die die Rechnung schreiben und nicht der Arzt, der einen Patienten privat behandelt hat, leisten die dann auch die Zahlung sofort und stellen auch dieses Zahlungsziel von 30 Tagen dann auf eigene Rechnung zur Verfügung? Ja, es ist ähnlich dort. Es gibt unterschiedliche Modelle. Mhm. Er muss nicht die Liquidität sofort haben. Es gibt Modelle, er kriegt sie erst nach 14 Tagen, nach 4 Wochen. Dann wird es etwas günstiger, der Zinseffekt, der da drin steckt. Aber er kann auch die Liquidität sofort bekommen. Mhm. Die privatärztliche Verrechnungsstelle schreibt die Rechnung. Das können wir grundsätzlich auch. In unserem Fall bei mittelständischen Unternehmen ist es in der Regel so, dass er selbst seine Rechnung stellt, seine Rechnung auch selbst seinem Kunden übergibt. Ist ja auch zuschickt. Ein Stück der Kundenbeziehung. Richtig, die natürlich intensiv sein soll. Wir haben Kunden, die sehr wenige Kunden haben. Wir haben Kunden, die sehr viele haben. Diese ganze Bandbreite auch der Intensität des Debitorenmanagements finden wir wieder bei uns. Schönen Dank. Wolfgang Reiserer von der RB Heidelberger Factoring AG. Jetzt ist noch ein bisschen mehr über ein etwas kompliziert wirkendes, aber für Geschäftsleute jedenfalls sehr interessantes Modell, um schneller zu seinem Geld zu kommen. Und das ist schließlich im Geschäftsleben keine unwichtige Sache. Ihnen wünsche ich eine gute Zeit und allzeit eine gewisse Flüssigkeit in Ihrem Portemonnaie. Ist ja auch für Privatleute nicht unwichtig. Alles Gute.